Einen wunderschönen Abend, herzlich willkommen zu einer neuen Showauflage von der Flat Earth Rico Podcast. Heute habe ich einen wunderbaren Gast hier, nämlich den Philipp, der Henker vom Lenker. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Hallo Philipp, grüße dich. Ja, ich grüße dich, Rico, schön, dass ich da sein darf. Sehr schön. Ich fand es super. Du hast mich ja, glaube ich, vor ein paar Monaten ja, mich schon kontaktiert und ich habe erst Monate später erst darauf geantwortet. Sorry noch einmal, ja. Aber ich freue mich natürlich, wenn Leute hier über meine Kanäle stolpern und danach sehen, dass ich Podcasts mache und hier gerne mit Menschen spreche, sei es Kugelerdler oder Flacherdler. Für mich ist es am liebsten, mit Gleichgesinnten zu sprechen. Und wenn wir dann auf einer Wellenlänge sind, dann merkt man, dass wir auf einem Flow dann sein werden. Das hoffe ich jetzt nachher dann. Philipp, du hast ja einen YouTube-Kanal, habe ich ja gerade erwähnt. Ich blende es hier mal kurz im Hintergrund ein. Kannst du mir sagen, ja, was machst du eigentlich? Was genau betreibst du hier? Und warum ist es dir wichtig, jetzt hier mit einem Flacherdler zu sprechen? Ja, also grundsätzlich, warum ich den Kanal gestartet habe, war folgender. Ich bin in meinem Umkreis immer wieder gefragt worden zu bestimmten Themen und halte da auch Vorträge dazu und habe mir gedacht, ich werde das einfach mal auf den Kanal übertragen. Vieles, was ich mache, hat mit der Zeit von vor 100 bis 150 Jahren zu tun, mit dem Kaiserreich zum einen. Aber insgesamt war mein Aufhänger, dass ich Dinge finde, die ja keinen Sinn machen oder die schwer zu verstehen sind. Und diese Dinge dann in einer gewissen Art und Weise aufzuarbeiten. Das eine Thema sind zum Beispiel alte Gebäude, die wir heutzutage nicht mehr bauen können, weil uns einfach das Wissen dazu fehlt. Siehe Weltausstellung von damals und so weiter und so fort. Und natürlich ist ein Riesenthema, womit alles zusammenhängt, natürlich die Erde und wie die Erde aufgebaut ist. Ja, ein runder Ball mit gekrümmtem Wasser macht irgendwie auf vielen Belangen nicht so ganz Sinn. Genau. Ja, und dadurch bin ich an dem Thema ein bisschen hängen geblieben. Und natürlich der größte Aufhänger ist Vibes of Cosmos. Das ist ein Buch und auch ein YouTube-Kanal, kann man gerne nachschauen. Und das Buch übersetze ich ins Deutsche, um das einfach dem deutschen Publikum zur Verfügung zu stellen. Das habe ich gesehen. Ich habe ja auch die Klickzahlen gesehen. Also es ist auch eine Nachfrage da. Es ist auch wirklich sehr interessant, dass du die Übersetzung auch gemacht hast, weil ich glaube, das ist im Original Spanisch oder Englisch. Englisch, glaube ich, ja? Englisch, ja, genau. Genau, und ich habe mir ein paar Videos von dir schon angesehen. Also ich finde dein Format auch wirklich sehr, sehr interessant auch. Und dass du hier den Leuten, ja, die alte Welt auch zeigst, die Weltausstellung auch, hat ja auch was mit Tartaria zu tun. Es ist ja nicht ausschließlich alles Tartaria, aber viele verallgemeinern das, aber ich rede eher von der alten Welt, ja. Und magst du vielleicht dazu was sagen, wie du dazu gestoßen bist? Grundsätzlich bin ich dazu gestoßen, da ich mich eh mit dem Kaiserreich beschäftige und die Zeit von 1871 aufwärts, auch schon ein bisschen vorher, vor allem Königreich Sachsen ist schließlich mein Heimatland. Und dadurch bin ich auf den ersten Bericht, auf den ich gestoßen bin, war eine Art Mörtel, der für die Gründerzeithäuser verwendet wurde, die ja um die Jahrhundertwende, 18. bis 19. Jahrhundert, verwendet worden sind. Und die Europäische Union hat einmal eine Ausschreibung gemacht, ich glaube mit 2 Millionen Euro, lass mich nicht festlegen auf die Zahl, haben sie es ausgeschrieben, wer diesen Mörtel wiederherstellen kann, bekommt dieses Geld, und es hat leider keiner hinbekommen. Und das war so der erste Aufhänger, wo ich mich gefragt habe, ein Mörtel, der 100 Jahre alt ist nicht wiederherzustellen. Da muss man sich auch Gedanken machen. Und dadurch macht das auch Sinn. Ich komme aus Dresden und da haben wir viele Gründerzeithäuser. Und wenn die renoviert werden, sind die nicht mehr so schön wie vorher. Und das hat mich immer gewundert. Liegt zum Teil an diesem Mörtel. Und das war der Aufhänger, ja. Was ich mich auch frage, ist ja, also die Gebäude, so wie Kathedrale, Dome, die sind ja so um die 300, 400 Jahre alt, angeblich. Aber wenn man sich mit dieser Thematik ja beschäftigt, dann kommt man drauf, das ist eigentlich weit, weit älter. Also das Komische ja auch daran ist ja, die Leute damals im 16., 17. Jahrhundert, die hatten ja nur Pferde und Kutschen gehabt. Und wie konnten sie all die schweren Dinge eigentlich zu einem Ort bringen und die ganzen Verzierungen und Kunststücke und Statuen, wie die das alles gemacht haben? Es scheint so, als ob sie eine Technologie gehabt haben, die wir irgendwie anscheinend verloren haben, oder? Naja, es gibt mehrere Ansichten dazu. Natürlich ist es zu einem großen Teil Spekulation, machen wir uns nichts vor. Zum einen sieht man auf alten Bildern diese imposanten Gebäude und dann sieht man die Kutschen im Vordergrund und Straßen aus Matsch und Schlamm. Jeder normal denkende Mensch würde erstmal den Zugang so gut machen, bevor man
ein Gebäude gebaut, dann Mhm. muss man sich auch fragen, warum drei, vier Kirchen in der Mitte der Stadt oder der Gemeinden oder der Dörfer stehen. Sind die Leute hingekommen, haben erst eine Kirche zum Beten gebaut und danach ihre Wohnhäuser. Das sind auch so Sachen, die nicht ganz nachzuvollziehen sind. Und da findet man einige Bilder mehr aus Amerika, aber auch hier in Deutschland auf jeden Fall sehr viel. Auch in Wien übrigens, da gibt es auch eine ganze Serie drüber, über die alten Gebäude da. Für die Zuschauer, also von was wir reden, also ich empfehle da die, also es gibt eine Playlist auf meinem Kanal, das nennt sich die verlorene Geschichte der flachen Erde oder Lost History of the Flat Earth auf Englisch, also auf Deutsch und auf Englisch habe ich das auf meinem Kanal. Und schaut es euch an, da seht ihr auch die ganzen Fotos und Bilder von dem wir gerade sprechen. Und es wird ja auch mit diesen Fotografien ja auch gezeigt, wie es damals ja vor 150 Jahren, also seit wann gibt es die Fotografie? Seit 1880, glaube ich. Und seit dann hat es ja sich stetig ja verbessert. Und von der Zeit gab es ja auch Fotos, wo wir auch Gebäude von früher gesehen haben, Weltenausstellungen. Wir haben gesehen, wie Gebäude leuchten und Technologien haben. Also mit den Verzier also diese Verzierungen sind ja nicht umsonst so gemacht, sondern die haben ja alle bestimmte Gründe. Kannst du vielleicht hier etwas nä näher erläutern? Also ich würde kurz noch etwas anderes dazu sagen. Auf meinem Kanal habe ich das älteste Foto, was ich je finden konnte, gepostet. Und zwar ist das von 1835 oder 39. Ich müsste jetzt nochmal nachschauen. Und zwar von der Frauenkirche in Dresden. Und so wie das auf dem Bild zu sehen ist, ist dort schon eine Beleuchtung angebracht. Also es ist wirklich verrückt, ja, sich dieses Foto anzuschauen. Ist natürlich von der Qualität her etwas anders, denn Fotografie zu der Zeit war nicht vergleichbar mit der Fotografie 50 Jahre später oder 100 Jahre später, logischerweise. Genau, Würdest du genau. mir gefallen tun, die letzte Frage nochmal kurz zu wiederholen? Also wegen der Verzierungen, also ich wollte eigentlich auf die Frequenzen hinaus eigentlich. Wenn man Wassertropfen in bestimmte Frequenzen bringt, dann hat es ja bestimmtes Muster. Und diese Musterfrequenzen sehen wir auch in diesen Kirchengebäuden als Fensterverzierungen. Weißt du, was ich Genau. meine? Und es kann kein Zufall sein, Genau. oder? Ja, wie gesagt, dieses ganze Bleiglas, was in den Kirchen drin ist, meiner Meinung nach war das vorher nicht da drin. Das war ohne Glas und hat sozusagen eine Form ergeben. Ich habe zum Beispiel auch hier eine Heilfrequenz in Eisen gegossen. Ja, also man kann die Wow. Frequenz spielen und wenn das erkaltet, ist die Frequenz da in Eisen gegossen. Und das sieht ähnlich aus wie diese Ornamente in den Kirchen. Und jetzt kann man sich vorstellen, man hat diese Glocken, die in einer bestimmten Frequenz schwingen. Und da ist es egal, in was für einer Frequenz sie schwingen. Hauptsache, sie sind stark genug, um durch diese Ornamente durchzuschwingen. Und diese Ornamente sind feststehende Heilfrequenzen, also in Stein gegossene Heilfrequenzen, um das mal so auszudrücken. Und diese verändern dann den Klang dementsprechend in die richtige Heilfrequenz. Und ich hatte in einem Video, hatte ich das auch mal genau untersucht. Ich hatte das genannt Tartaria World Wide Web, das Weltnetz der Antike. Ist vielleicht vom Titel her nicht ganz korrekt, aber viele Sternstädte damals waren mit Wasser umgeben. Und Wasser ist ein sehr guter Leiter für diese Frequenzen und nimmt das an. Jetzt muss man sich vorstellen, meinetwegen, wir nehmen jetzt einen Bereich in Mitteleuropa und alle Kirchen zur selben Zeit schlagen Alarm. Dann wird über das ganze Land eine Heilfrequenz ausgestrahlt, die nicht nur für die Leute zur Heilung da sind, sondern auch die Böden, die Pflanzen, Ackerböden etc. Ja, mit dieser Heilfrequenz, mit dieser positiven Frequenz überschütten. Und das ist für mich, ja, das World Wide Web der Antike. So wurde flächendeckend ein Netz aufgebaut, ein Heilnetz. Was ja, wo wir auch in der Lage sind. Wir haben überall diese Türme herumstehen und diese könnten wir auch umfunktionieren und eine flächendeckende Heilfrequenz. Aber nur so eine Idee von mir. Kannst du mal ganz kurz beschreiben, was sind Sternenstädte? Also Sternstädte sind alte Städte, meistens laut offizieller Geschichte im Mittelalter entstanden. Und diese Städte, ja, wie soll ich sagen, sie stehen auf einer Art Sockel und dieser Sockel ist in Sternform gebracht. Manchmal hat man auch nicht ganze Städte auf dieser Sternkonstruktion, sondern Burgen, die auf so einer Konstruktion stehen. Und um diese oder in dieser Sternstruktur fließt Wasser. Also die meisten Städte waren mit Wasser umgeben. Man hat ja viele Städte, die sowieso an einem Fluss liegen. Und das Wasser wurde von dem Fluss einfach umgeleitet um diese Stadt drumherum in diese Sternstruktur.
Und es ist ja so, dass diese Sternenstädte ja überall auf der Welt zu finden sind, oder? Also in Südamerika, Nordamerika, in Asien sogar auch. Und die haben ja auch ähnliche oder wenn nicht auch dieselben Baustile. Kann es ein Zufall sein Genau. oder was vermutet man da? Ich meine, ich weiß eh, aber würde das gerne von dir hören, weil du dich ja sehr, sehr stark damit beschäftigt hast. Was ist da deine Vermutung oder hast du da irgendwelche Fakten gefunden, was dahinter steckt vielleicht, warum es da gemeinsame Stile gibt? Also, was die gemeinsamen Stile angeht, da habe ich eine bisschen andere Meinung. Die allgemeine Tartarier-Meinung ist, dass überall mal eine weltumspannte Zivilisation bestand, die hochtechnisiert war. Wie auch immer, keine Ahnung. Meiner Meinung nach ist das eine Geschichte, die aus einer Richtung kommt. Ja, das ist die Welt, in der wir reinmarschieren, aber nicht unbedingt positiv. In der Vergangenheit würde ich sagen, die gleichen Baustile kommen so zustande, dass natürlich verschiedene Länder, verschiedene Nationen, wie auch immer geartet, existiert haben. Und wenn es irgendwo einen Architekten gibt, der ein wunderschönes Gebäude baut, dann besteht durchaus die Möglichkeit in einer vernetzten Welt, egal wie viele Länder es gibt, dass diese auch in anderen Ländern diese Architektur breit trägt. Denn wenn man sich das genauer anschaut, ich kann jetzt ganz viele Bilder aus Mexiko, also Südamerika, Nordamerika, von jedem Kontinent, kann ich Gebäude finden, die gleich aussehen, die denselben Baustil haben. Ich kann aber auch Gebäude finden, die auch alt sind, die komplett unterschiedlich aussehen. Ja, eine Pyramide hat eine komplett andere Baukultur als der Kölner Dom. Ja, das ist nicht miteinander zu vergleichen. Und das sind auch komplett unterschiedliche Baustile. Aber man findet Pyramiden überall auf der Welt. Denk mal an die bosnischen Pyramiden, die aufgetaucht sind. Ist auch von mir eine Empfehlung, da mal hinzureisen. Das sind verrückte Dinge, die man da spürt, wenn man dort unterwegs ist. Aber das ist ein anderes Thema. Und man findet auch unterschiedliche Gebäude. Also könnte man theoretisch auch argumentieren, gleiche Gebäude bedeutet gleiche Zivilisation. Unterschiedliche Gebäude bedeutet unterschiedliche Zivilisationen. Daher bin ich, was das angeht, ein bisschen vorsichtig. Aber es ist verrückt zu sehen, dass auf allen Kontinenten und Ländern wirklich diese Art von Gebäude zu sehen sind, die einfach nicht mehr nachzubauen sind. Das ist eigentlich der Knackpunkt an der Geschichte. Und ja, über dieses Thema bin ich dann auch auf Vibes of Cosmos gekommen, denn dort gibt es eine Erklärung, wie das zustande kommt, dass ja, diese alten Gebäude existieren, dass es Fotografien gibt, wo Menschen zu sehen sind, die unmöglich diese Gebäude gebaut haben können. Ja, wie als wären sie da gerade erst eingezogen und die Gebäude gab es schon vorher. Dann ist ja mit Tartaria auch immer die Schlammflut etc. verbunden, ne, da es viele Keller im Boden gibt, aber es gibt auch viele Städte, wo das eben nicht der Fall ist. Also je nachdem, wo man hingeht. Und da hat Vibes of Cosmos, ich nenne es ja immer schwingendes Kosmos, da ich gerne Dinge ins Deutsche übersetze, da ich Deutsch eine schöne Sprache finde, Schwingungen des Kosmos, und da ist natürlich eine Erklärung zu finden. Was mir auch gefallen hat und was Vibes of Cosmos ja auch hier stark vertreten hat, ist ja die Mondkarte, welche du auch ja in ein paar Videos ja das, ich sag mal schnell, bearbeitet, da vorgetragen hast, sagen wir so, ja. Kannst du was davon erzählen, was die Mondkarte ist und ja, was sagt das eigentlich aus? Stimmt das überhaupt? Ist es nur ein Zufall? Und ich versuche mal im Hintergrund diese Mondkarte mal einzublenden. Genau, also es ist ein bisschen komplizierter zu erklären. Ich versuche es aber so einfach wie möglich runterzubrechen. Und zwar, der Mond ist eine Art gedrehter Spiegel der Erde. Hat damit zu tun, dass unter der, ich nenne es mal, dem Teil der sichtbaren Erde, was für uns sichtbar ist, bis zum Eisrand, darunter ist die sogenannte schwarze Sonne, ein starkes elektromagnetisches Feld, das eine Strahlung nach oben aussetzt und sozusagen unsere sichtbare Erde als eine Art Röntgenbild am oberen Teil der Atmosphäre spiegelt. Dadurch, dass es ein Röntgenbild ist, wird es natürlich gedreht. Also man müsste den Mond drehen, um die Weltkarte zu erkennen, und gleichzeitig in diesem Vorgang entsteht Sonne und Mond. Die Sonne als Plusenergie und die Mond als negative Energie, was auch, ja, sag ich mal, viele mythologische Sagen bestätigt. Die Sonne als das Licht, der Mond als, ja, Schattenwelt, wenn man so will. Sehr interessant. Es ist jetzt, Und Entschuldige, die Sonne und der Mond, die sind ja
wieder Kathode und Anode, sagen wir, also Pluspol und Minuspol, und haben ja natürlich einen Effekt ja hier auf den Boden. Also sie haben ja elektromagnetische Wellen, oder wie sagt man, Felder, das ausstrahlt. Dadurch entstehen ja auch Gezeiten. Also man sagt ja, im Allgemeinen sagt man ja, Mondgravitation erzeugt ja die Gezeiten, was eigentlich nicht der Fall ist, weil wenn die Erde um sich hier dreht und am Äquator sollte ja eigentlich immer Ebbe sein oder die höchsten Fluten eigentlich ja sein, sehen wir eigentlich gar nicht. Und wenn man da die elektrischen Felder miteinander vergleicht, wo die Gezeiten und Flut und Ebbe ja entstehen, dann sieht man nachher, okay, das passt ja fast mit dem elektrischen Feld ja auf der Erde zusammen. Genau, das ist gut, dass du das ansprichst. Mein letztes Video von Vibes of Cosmos handelte direkt von Ebbe und Flut und den Gezeiten. Und zwar hat man in den Ozeanen extreme Tiefen an manchen Punkten. Und genau bei diesen Tiefen, die übrigens im Mond ablesbar sind, in diesem Röntgenbild, weil da ist einfach die Erde dünner und dadurch erscheint es heller auf der Mondkarte wie bei einem Röntgenbild. Und überall, wo diese tiefen Krater im Wasser sind, da sind die Gezeiten stärker als woanders, wenn der Mond in seiner bestimmten Bahn da vorbeigeht. Das hat damit zu tun, dass der Mond ein elektromagnetisches Feld ist und er hat schon einen gewissen Einfluss auf Ebbe und Flut. Aber eher im Zusammenhang mit den sehr großen Tiefen. Beispielsweise, es gibt eine Energie oder es gibt einen physikalischen Begriff, wie Wasser auf elektromagnetische Felder reagiert. Und es reagiert sehr schwach. Das heißt, bei diesen extremen Tiefen, genau, diamagnetisch, bei den extremen Tiefen hast du einen sehr hohen Wassergehalt. Das heißt, da reagiert das Wasser natürlich dann durch die pure Masse an Wasser stärker auf das elektrische Feld und sorgt für Ebbe und Flut. Mhm. Je nachdem, wo der Mond und auch in Verbindung mit der Sonne ihre Spiralbahn ziehen. Genau, genau. Also das war sehr interessant. Und ganz kurz nur, weil du ja gesagt hast, der Mond zeigt ja so eine Art Röntgenfeld, ja. Was ich so mitbekommen habe, ist ja, es gibt ja verschiedene Gasschichten, sage ich jetzt einmal, und je nach ihrer Dichte gibt es halt verschiedene Edelgasschichten, sage ich jetzt einmal. Und in unserer Luft, also hier auf Boden, haben wir verschiedene Bestandteile, die weniger als 1% betragen. Also da haben wir ja Neon, Xenon, Helium, Stickstoff und Krypton. Darauf wollte ich hinaus. Und Krypton ist ja also in der Röntgentechnologie wird das ja benötigt. Krypton, dieses Gas, das macht ja diese typischen Röntgenbilder. Und wir vermuten ja auch, dass der Mond sich sich unter der Sonne befindet, in der Schicht von Krypton. Helium ist ja leichter und deswegen befindet sich die Sonne in der Heliumschicht, also etwas weiter oben. Also das ist halt meine Vermutung. Was hast du so mitbekommen? Also der Mond und die Sonne sind beides Plasma-Objekte. Mhm. Mehr zu sehen als eine Linse. Deswegen zeigen sie uns auch immer nur eine Seite. Ja, weil es ist quasi eine Linse, die ihre Kreisbewegung dreht und wir schauen natürlich immer mehr oder weniger von unten drauf. Mhm. Und die Atmosphäre hat verschiedene Schichten und ab der höchsten Schicht beginnt dann das Äther. Da, wo auch in der alten Welt wahrscheinlich die Kirchen durch ihre Fraktalantennen ihre freie Energie abgezogen haben, ist zumindest eine Theorie. Und genau an der Schicht, wo es zu diesem Äther übergeht, weil dort andere physikalische Gesetze herrschen, dort entsteht sozusagen diese Plasma-Linse, dieses Plasma-Objekt Mond und dieses Plasma-Objekt Sonne, die jeweils auch ein elektromagnetisches Feld erzeugen. Und dieses elektromagnetische Erzeugnis ist auch der Grund für das Licht. Wir sehen zum Beispiel beim Sonnenuntergang, sehen wir sehr viele gelbe und orangene Lichttöne, mhm, sagen wir es mal so. Und die kommen zustande, weil die Sonne so weit weg ist und in unserem Bereich nur noch schwach auf die verschiedenen Edelgase Einfluss hat, dieses elektromagnetische Feld, und dadurch andere Farben zustande kommen. Ich habe da irgendwo ein Video davon, was du gerade gesprochen hast. Wir haben ja vorher davon gesprochen, dass die Sonne ein elektrisches Feld ja ausstrahlt. Und die Edelgase oben werden ja durch diese elektrische Felder ja auch fluoresziert und fangen an zu leuchten. Deswegen haben wir ja Tageshimmel oder wie du gerade eben gesagt hast, beim Sonnenuntergang, wenn die Sonne weit weg ist, dann kommt eher das Rötliche durch, weil es das schwächste Licht ist, das noch durchscheinen kann. Also es ist so langwellig. Und deswegen kann es ja auch noch als einer der letzten Lichter noch gesehen werden. Wenn ich das Video irgendwo finde, Tageshimmel, da habe ich es ja. Und
Davon haben wir ja gerade gesprochen. Und wird halt im Hintergrund gezeigt. Worauf wollte ich jetzt noch hinaus? Sonne, Mond. Genau, du hast ja gerade vom Äther gesprochen. Und warum spielt das Video im Hintergrund nicht ab? Kurzen Moment. Okay, das ist ein Bild. Das wollte ich eigentlich zeigen. So, und du hast ja vorher eben ja vom Äther gesprochen. Und das ist, also meiner Meinung nach, ist ja der Äther eigentlich überall. Also es wird ja auch als das fünfte Element genannt. Früher war es ja noch ein Bestandteil in der physikalischen Welt, bis nachher Einstein gekommen ist mit seiner Relativitätstheorie und den Äther quasi von unseren Schulbüchern verbannt hat. Was ist der Äther? Wenn wir uns vorstellen, Licht ist, man sagt ja, Licht ist ja eine Lichtwelle. Bis heute weiß keiner, was eigentlich Licht ist, ja, aber es gibt ja diese Theorien und diese Licht. Genau, das habe ich gesehen. Und danach war es vorbei. Gut, dann lass es mal. Jetzt scheint es stabil zu sein. Okay, scheint es stabil zu sein. Gut, dann fange ich noch einmal an. Philipp, ich wollte ja was über den Äther erzählen. Äther sollte ja eigentlich überall ja früher gewesen sein. Also in der Physik war es ja nicht wegzudenken, bis dann Einstein gekommen ist und mit seiner Relativitätstheorie hat er eigentlich schlagartig den Äther verbannt. Die Theorie oder das, was ich halt verstanden habe, ist ja, dass der Äther sich eigentlich um uns ja befindet. Also das Michelson-Morley-Experiment hat ja gezeigt, dass der Äther sich ja um uns ja bewegt. Also um den Nordpol herum quasi, um uns herum. Und ich denke, die Sonne und der Mond haben deswegen ihre Bewegungen oder ihren Verlauf durch den magnetischen Einfluss vom Nordpol und durch den Äther, was nachher um uns herum schwirrt oder herumfließt, sage ich jetzt einmal. Was ich vorher noch beenden wollte und sagen wollte, eine Lichtwelle. Also Licht soll ja aus Lichtwellen bestehen. Dann fragt man sich ja, wenn die Sonne ja durch einen großen Vakuum bis zur Erde kommt, ja, wie entstehen nachher Wellen, wenn da kein Medium da ist? Ein Vakuum haben wir ja nichts. Und früher mit dem Äther hat man sich erklärt, das ist eine Art Medium, wo die Lichtwelle sich darauf bewegen können und dann quasi auf unser Augennetz dann irgendwann mal gelangt. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich wollte noch sagen, wenn man einen Stein in den See wirft, dann entsteht ja nachher auf der Oberfläche ja auch solche Wellen. Und die Wellen entstehen ja auch nur, weil es ja ein Medium hat, wie das Wasser selbst. Also bräuchte eigentlich das Licht selber ja auch so eine Art Äther, um sich darauf fortbewegen zu können. Die Äther ist ja um uns herum. Ich denke, aus dem Äther kann man auch die Energie entziehen, was die Zivilisationen damals auch gewusst haben mit ihren ganzen Antennen auf ihren Gebäuden, auf Kathedralen und Domen, dass sie das gewusst haben, dass man aus dem Äther quasi die Energie entziehen kann. Und lange Rede, kurzer Sinn, das ist das, was ich eigentlich erzählen wollte mit dem Äther. Was denkst du darüber? Ist es das, was du auch gehört hast? Weil der Äther ist ja überall. An dieser Stelle bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, da ich unterschiedliche Sachen bisher mitbekommen habe. Zum einen habe ich mitbekommen, dass das Äther wirklich nur außerhalb existiert, also sozusagen über uns drüber und natürlich auch unten drunter, in der Art als ja, Gotteswelt, wenn man das so bezeichnen möchte. Ich habe aber auch das, was du jetzt gesagt hast, bereits gehört, dass es überall existiert. Und so hat man sich die Energie aus dem Äther geholt. Ich persönlich gehe immer erstmal von der goldenen Mitte aus. Es wird irgendwo dazwischen sein. Wir werden auch jetzt zwischen, sage ich mal, Himmel und Hölle, werden wir Überbleibsel des Äthers spüren und daraus auch die Energie ziehen können, durchaus. Daher würde ich sagen, das Äther am Ende der Atmosphäre ist, ja, wie soll ich sagen, konzentriertes Äther. Und das löst sich immer mehr auf, umso mehr man in die tieferen Gefilde kommt. So ähnlich wie es auch ja, mit den Stoffen ist. Man wird da oben am Ende der Atmosphäre kaum schwere Steine finden, da einfach die Dichte von Steinen zu groß sind. Die werden immer nach unten sinken. Und oben findet man hauptsächlich ja, Gase und im Äther ist dann die Dichte eine ganz andere, sodass dort auch andere Stoffe reagieren. Siehe ja, Sternschnuppen, Kometen etc. sind im Grunde Verbrennungen, die im Äther geschehen als Abbild. Was ich noch vorher sagen Und ach wollte, so. der Äther drückt sich ja auch überall aus. Das heißt, nachher, wenn du Früchte in die Mitte durchschneidest, hat es ja eigene Mustern, die symmetrisch ausschauen. Oder eine Sonnenblume drückt sich ja auch quasi auch durch den Äther aus. Und wenn man sich
die Sonnenblume selbst anschaut mit ihren Mustern, das ist quasi ein Hinweis davon, dass der durch den Äther diese Muster ausgedrückt wird. Wolltest du auch darauf hinaus, oder? Ja, das ist, du kennst das vielleicht, das weiße Rauschen, die Hintergrundstrahlung, die ja existent ist, könnte man als Äther bezeichnen. Vielleicht ist das die Energie, aus der man auch die freie Energie ziehen kann, denn die ist immer existent, ja. Wie gesagt, was den Äther angeht, halte ich mich ein bisschen zurück, da ich ja in diesem Punkt sehr viel schon gehört habe und noch keine eigene Meinung dazu bilden konnte. In Vibes of Cosmos wird so erklärt, dass das Äther überall Atmosphäre entsteht, da andere physikalische Kräfte herrschen. Und er erklärt auch in seinen Büchern, dass im Äther Sternschnuppen, Kometen entstehen, dass das sozusagen eine Art Verbrennungsvorgang ist und nicht irgendwelche Steinkörper, die da irgendwo runterrieseln. Und Genau. Und das war bitte. interessant. Ja. Wir haben ja vorher kurz über die Mondkarte gesprochen, aber haben wir schon mal in Details schon gesprochen drüber, was es so ähnelt? Also wir haben ja auch, ich blende es mal kurz ein, ich meine, das ist nicht das Typische von Vibes of Cosmos, aber es präsentiert ja auch quasi auch die Mondkarte. Und wir sehen ja auch ziemlich viele ähnliche Formen, Konstrukte, die wie unsere Kontinente auf Erden aussieht. Aber es sind ja auch noch andere Schatten oder was sagt man, also was würdest du darüber sagen? Genau. Also auf der Mondkarte ist es so, dadurch, dass es ein Röntgenbild ist, kann man da nicht nur die Kontinente, also Landmassen, ablesen oder die, wie wir es vorher schon angesprochen hatten, die tiefen Wasser in den Meeren, wo sozusagen die Erdschicht dünner ist und dadurch das Röntgenbild heller erscheint auf dem Mond, auf dem Abbild, sondern man kann natürlich auch die Höhen und Tiefen der Kontinente selber erkennen. Umso höher eine Landmasse oder ein Stück einer Landmasse, umso dunkler erscheint das Bild, ja, auf dem Mond. Genauso wie man ja einzelne Punkte erkennen kann, die ja wie Sterne aussehen. Man kann auch die Sternkarte auf die Mondkarte legen und würde dort die Sternbilder erkennen. Also diese Mondkarte ist sehr vielfältig. In Vibes of Cosmos gibt es, glaube ich, fünf verschiedene Faktoren oder Parameter, die an der Mondkarte abzulesen sind. Das sind einmal das Sternbild. Dann die Höhen und Tiefen der Kontinente, die Kontinente selber, die tiefen Wasser. Und ja, das fünfte komme ich jetzt nicht gleich drauf. Aber Das war ganz am Anfang im ersten Buch. worauf ich noch kurz hinaus wollte, es gibt ja auch hier Kontinente, sage ich jetzt mal, die nicht eigentlich unserer heutigen Zeit abgebildet sind. Und da meine ich hier dieses kleine Kontinent also im Westen von Afrika, wenn man sie erkennt, oder in Asien unten, also Südostasien, sieht man nachher auch so ein Riesen, Entschuldigung, in der Pazifik ist das, eine Ja, riesengroße. das ist laut Vibes of Cosmos, ist das einmal Lemuria, ein großer Kontinent, und Atlantis, ja, auch ein großer Kontinent. Diese Kontinente sind auf der Mondkarte zu sehen, sind uns aber völlig unbekannt, obwohl sie relativ nah an uns liegen und immer noch in unserem sichtbaren Bereich der Erde sind. Der Mond. Vielleicht noch zum Verständnis, der Mond zeigt mehr als unsere sichtbare Erde. Unsere sichtbare Erde ist ein Viertel vom Mond, natürlich nicht in Kuch aufgeteilt, sondern als rundes Element abgebildet auf dem Mond. Und ja, entspricht circa einem Viertel. Und auf diesem Viertel sind diese beiden Kontinente zu sehen. Also die müssten für uns erreichbar sein. Jetzt ist natürlich das Problem, und die Frage habe ich auch schon oft gestellt bekommen. Ja, man müsste ja einfach mal mit dem Boot dahin fahren. Ja, Man vermutet das ja, kann. es könnte ja sein, dass ja Kontinente vor uns ja versteckt werden. Also vor ein paar Monaten, ich glaube, ja, vor vielen, vielen Monaten hat Japan selbst 7000 neue Inseln entdeckt. 7000 neue Inseln. Also gibt es sicher auch Gebiete draußen, die uns ja quasi noch nicht entdeckt. Also ich sage, die sind schon entdeckt, aber die uns vorenthalten werden. Ich habe ja auch gehört oder Gerüchte mitbekommen, dass keine Flüge von Westafrika direkt nach Westen fliegen. Sondern immer gleich nordwestlich halt, ja. Also nie direkt dort, wo wir hier am Foto Atlantis sehen. Also deswegen die Vermutung, vielleicht steht der Atlantis heute noch da, nur haben wir keinen Zugang dazu. Genau, es gibt zwei Theorien dazu. Einmal, dass der Mond ein Abbild zu einer bestimmten Zeit war. Also, dass das nicht die Erde im Jetzt-Zustand zeigt. Das ist die eine Variante. Und dass Atlantis untergegangen ist, vom Wasser verschluckt, was auch immer.
Das sehe ich aber nicht mehr ganz so. Es gibt Indizien, die darauf hinweisen. Ich sehe das aber anders. Denke wirklich, dass der Mond unsere aktuelle Erde abbildet und dass Atlantis und Lemuria auch wirklich da sind, wo sie auf der Mondkarte zu sehen sind. Es gibt einen Bereich oder einen Teil im Buch 2 oder im Buch 3 von Vibes of Cosmos war das. Da sind alle Flugrouten und Schiffsrouten eingezeichnet worden. Und diese Flug- und Schiffsrouten laufen genau an diesen Kontinenten vorbei. Es wäre ganz oft schneller oder kürzer, sagen wir es so, kürzer, über diese Kontinente zu fliegen, aber es wird nicht gemacht. Auch die Schiffsrouten laufen immer genau dran vorbei. Der Ersteller von Vibes of Cosmos, von den Büchern, hat sozusagen die Flugrouten in die Mondkarte eingezeichnet und dort konnte man dann genau erkennen, dass die eben an Atlantis und Lemuria genau vorbeilaufen. Also wirklich sehr, sehr interessant. Also was man alles hier mit der Mondkarte entdeckt. Es gibt ja dieses, wie nennt man dieses Zyklus, dieses universale Jahr. Also es gibt ja diese nicht Jahreszeiten, will ich jetzt sagen, sondern diesen Zyklus nach alle 26.000 Jahren gibt's ja wieder, fängt es ja wieder, dieser Zyklus wieder von vorne an. Wie denkst du, ähnelt nachher eher unsere Realität der Mondkarte? Oder, weil es gibt ja verschiedene Spekulationen. Es gibt ja unter uns Flacherdler ja auch verschiedene Fraktionen, sagen wir jetzt mal, ja. Die Bibelflacherdler, die sagen nachher, dass alles unter einem Dom ist und bis zum Eisring eigentlich geht und weiter draußen existiert nichts mehr, so wie es quasi in der Bibel steht. Aber ich denke, in der Bibel steht ja nicht ganz genau, dass es dort endet oder dort das Firmament beginnt, ja. Dann gibt es ja auch noch die Spekulation, dass außerhalb des Eisringes noch mehrere Gebiete existieren, mehrere Kontinente existieren. Darauf gibt es ja auch Artikeln oder Bücher, die von Reisen berichtet haben, die dort gewesen sein sollen. Admiral Byrd hat es ja in den 50er Jahren ja auch selbst berichtet, dass er hinterm Eisring gewesen ist, auf der anderen Seite von Südamerika und dort Kontinente entdeckt hat oder ein Land entdeckt hat, wo noch nie ein Mensch gewesen ist. Und die dritte Variante ist ja die Mondkarte, wo man nachher hier auch vermutet, dass außerhalb des Eisringes nachher alles zugefroren ist und der magnetische Nordpol mit der Zeit ja auch wandert. Also ich glaube hier ein Uhrzeigersinn. Und alle 26.000 Jahren machen wir einen vollen Zyklus. Kannst du da irgendwas Näheres sagen? Sehr gerne, weil das ist für mich der interessanteste Punkt an der Mondkarte, denn an dem Punkt vereint er die Ansicht was ist sogar Bibelflacherdler und die Ansichten der anderen Fraktionen. Und zwar, ich nehme jetzt mal das Bild, was bei dir im Hintergrund zu sehen ist, und da hast du diesen etwas dunkleren eingezeichneten Bereich. Das ist die sichtbare Erde, die ich als Erde bezeichne. Wenn wir den kompletten Bereich nehmen, also den ganz großen Kreis, was ich als große Erde bezeichne, da sind natürlich ganz viele andere Kontinente noch drin zu sehen, ja, die wahrscheinlich unter dem Eis liegen, vielleicht auch nicht ganz unter dem Eis liegen, das ist nie ganz klar, weil da gibt es ein paar Schriften aus der Zeit von Adolf, die da etwas anderes noch beweisen, aber oder Indizien sind, sagen wir so. Neuschwabenland Und zum ja, Beispiel. zum Beispiel, es gibt auch eine direkte Anleitung, wie man mit dem U-Boot dahin kommt. Ist auch sehr interessant. Die habe ich auch da. Die werde ich mal auf meinem Kanal auch natürlich präsentieren. Und dieser Bereich, der jetzt hier dunkler eingezeichnet ist, der hat in der Mitte oder der hat in der Mitte den magnetischen Nordpol. Genau. Und dieser hat auch eine Kreisbewegung und zwar über die komplette große Erde. Das Das ist heißt, so eine. der wahre, richtige Mittelpunkt ist in der Mitte des großen Elements und um diesen großen Mittelpunkt dreht sich der magnetische Nordpol, der bei uns zu sehen ist, genau Genau. dieser. Und der dreht sich im Kreis. Und der führt dazu, dass verschiedene Bodenepochen entstehen. Wir sind jetzt sozusagen im Sommer. Also das, was jetzt hier dunkel eingezeichnet ist, die Sommerepoche. Was davor ist, also wo sich es hinbewegt, das ist die Frühlingsepoche. Da, wo es herkommt, das ist die Herbstepoche und das Gegenüberliegende ist die Winterepoche. Im Buch Vibes of Cosmos sind das die Bodenepochen. Und hier liegt auch die Antwort zu den Fluten, die Änderung der Küstenlinien auf alten Karten. Und diese Umkreisung, wenn sozusagen und der dunkel eingezeichnete Bereich alle vier Bodenepochen durch ist, also alle vier Jahreszeiten durch ist, sind es auch genau 26.000 Jahre. Das hat auch der gute Herr im Buch berechnet, was sehr interessant war.
Und diese komplette große Erde, die ist auf die vier Säulen, wie in der Bibel beschrieben, verankert. Und zwar ist das eine Art Vortex. Diese vier Säulen drehen sich in eine Richtung und dadurch dreht sich die große Erde auch in eine Richtung. Und dadurch haben wir diese Bewegung dieses inneren dunklen Bereichs, der sich im Kreis bewegt, durch den Vortex außen. Die sind auch in der Bibel als die großen Winde beschrieben. Weil du kannst dir das so vorstellen, wenn da eine extreme Drehbewegung ist, entsteht eine sehr hohe Energie, was man sehr gut als Winde bezeichnen kann. Und wie ich es vorher erwähnt habe, entstehen hier die Bodenepochen. Jetzt stell dir vor, du hast einen Bereich, der lag im Winter, was weiß ich, 13.000 Jahre, lag der unter Eis. Ja? Eis konserviert sehr gut. Wenn wir da ein paar alte Gebäude haben, die sind unter dem Eis relativ sicher. Ja? Und jetzt kommt so langsam die Sommerepoche dorthin und das Eis schmilzt. Das heißt, es entstehen extreme Fluten, aber nicht überall, sondern punktuell, je nachdem, wo Flussläufe sind, wo Berge sind, es entstehen Seen und natürlich werden auch die Küstenlinien und die Seen, die existiert haben, werden einige verschwinden, dann neue auch auftauchen, größer werden und so weiter und so fort. Und wenn dann so langsam der Sommer kommt, ist alles eisfrei. Ne? Wir reden ja auch immer von der Eiszeit, die bei uns existiert hat. Ne? Vielleicht einfach nur zeitlich falsch eingeschätzt. Diese hat existiert, die Eiszeit, weil wir irgendwann der Bereich von uns im Winter, in der Winterepoche lag. Ja? Und so kann man sich das auch sehr gut herleiten. Die Schlammfluten, dann gut erhaltene Gebäude aus der Vergangenheit und diese Menschen, die da quasi einziehen und sich wundern, ha, hier sind aber schöne Gebäude, die mache ich zu meinem Zuhause. Dieser Schlammflut hat ja so vor 150, 200 Jahren ungefähr stattgefunden, vermutet man halt, ja. Denkst du, das hat ja auch was mit dem Flut zu tun, also mit, dass der Eisring jetzt da geschmolzen ist? Ich gehe stark davon aus, denn die Erde ist ein lebender Organismus und es ist nicht so, dass in der kompletten Bodenepoche Sommer, dass das zur selben Zeit ist. Dadurch, dass der Nordpol sich langsam bewegt, zieht er natürlich die Bodenepoche langsam mit sich mit. Das heißt, punktuell, je nachdem, wo man ist, ändern sich die Wetter- und die Klimabedingungen und dadurch entstehen natürlich dann auch Schlammfluten in nur einem Bereich der Erde. Dort entsteht eine Schlammflut, wo man sich denkt, wo kommt das denn her? Auf der anderen Seite wird es kälter, weil einfach dort die Herbstepoche langsam kommt und dann wird es kälter, ja. Und im Frühling ist alles unter Eis und dort kommt es hin, es entstehen Flüsse, Berge, Gletscher schmelzen. Vorher, wo wir vorher schon über die Schlammflut gesprochen haben, das hast du ja gemeint, dass ja nicht überall gleich viel Schlamm oder Schlammflut stattgefunden hat. Aus diesen Gründen jetzt vielleicht, oder? Oder nicht vielleicht, Genau, sondern. das passt genau zusammen. Also ich bin jemand, der nicht mehr wirklich an Zufälle glaubt. Und hier kann ich mir nicht vorstellen, dass das einfach zufällig so ist, dass die Bodenepochen so ablaufen und dann auch punktuell diese Schlammfluten. Und es müssen ja nicht Schlammfluten sein, es können auch richtige Fluten sein, es können Hochwasser sein, aber auch in die andere Richtung natürlich. Wenn die Bodenepoche kommt, dann kann es sein, dass Flüsse austrocknen, Seen austrocknen, Wüsten entstehen, die dann hinterher wieder zu was anderem werden. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber nehmen wir Ägypten. Sie haben festgestellt, die Sphinx hat irgendwann mal in tropischen Gefilden gestanden. Konnte man an den Abnutzungen der Sphinx ablesen. So, das würde auch wieder in diese Theorie passen. Dann war dort eben irgendwann mal Frühling und die Bodenepoche ist frisch dahin gekommen und hat für viel Wasser gesorgt. Und jetzt liegt dieser Teil der Erde mitten in der Sommerbodenepoche und ist daher sehr trocken und wüstenartig. Gebiete von Sahara sind ja auch früher bewohnbar gewesen, auch voller Grün und Natur gewesen. Es gibt ja auch, ich glaube, auch Karten darüber, wo es ja Städte gegeben hat, also in der Sahara. Genau. Und wie gesagt, ich habe viele Karten mir angeschaut. Also Karten sind so, da freue ich mich immer, wenn ich mir Karten anschaue, vor allem wenn ich neue Karten sehe, die ein völlig anderes Bild zeigen. Und in den vielen Tartaria-Videos wird gezeigt, ja, diese Karte ist aus dem 17. Jahrhundert. Das Problem, was ich dabei sehe, die Karte wurde im 17. Jahrhundert gefunden. Das heißt nicht, sie stellt die Welt aus dem 17. Jahrhundert dar. Das ist eine Sache, die viele ja auch YouTuber und Forscher verpassen. Denn stell dir vor, du findest eine alte Karte. Ja, du würdest sagen, das ist eine Karte aus dem 17. Jahrhundert. Ist es auch, ist eine Karte aus dem 17. Jahrhundert, weil da hast du sie gefunden.
mehr Informationen gibt es zu dieser Karte nicht. Und das ist genau der Punkt, wo ich ja immer wieder darauf stoße, dass manchmal, ja, so doof wie es klingt, aber ein bisschen zu kurz gedacht. Ich habe jetzt auch eine andere Karte jetzt eingeblendet. Die soll ja in Hawaii, glaube ich, oder Japan, in Hawaii gefunden sein und soll aus Japan stammen und über ein, also circa 1000 Jahre alt sein oder 1000 Jahre alt sein. Da sehen wir auch quasi, was ich ja vorher angesprochen habe, dass diese zwei Linien soll ja diesen Eisring ja präsentieren und dass außerhalb des Eisringes diese verschiedenen Kontinente sind. Also, was haltest du davon? Durchaus möglich. Wie gesagt, was außerhalb des Eisrings ist, ist schwer zu nachzuvollziehen. Ich gehe schon stark davon aus, dass es natürlich Eisgegenden gibt, aber so wie auf unserer Welt oder auf der, wir sind in der Sommerepoche und trotzdem gibt es einige Regionen, die vereist sind. Ja, so wird es wahrscheinlich auch in der eisigen Region einige Regionen geben, die bewohnbar sind und gute Temperaturen haben aufgrund ihrer geografischen Lage. Und dadurch kommen solche Bilder zustande und auch zum Beispiel Neuschwabenland könnte so eine kleine Oase im Eis durchaus sein. Ist durchaus möglich. Und wenn man sich die Karten betrachtet, und das ist ja nicht die einzige Karte in dem Stil, kommt man zu den Geschichten der Veden, zu den alten Überlieferungen der Veden. Die Veden sagen, dass das Universum insgesamt eine flache Scheibe ist. Wir sind im Zentrum. Das Zentrum ist mit Salzwasser umgeben. Danach gibt es wieder einen Ring mit Landmassen, sozusagen Erden, Kontinente, wie auch immer. Dort ist es von Süßwasser umgeben. Die haben sozusagen Süßwasserozeane. Und dann kommt der nächste Ring mit milchförmigem Wasser, milchartigem Wasser. Und das geht raus bis zur 13. Ebene. Und auf der 13. Ebene ist dann sozusagen die Gottesebene. Und in den Mythologien der Veden ist das auch ziemlich genau beschrieben. Und diese Universumsscheibe hat aber auch eine Sphäre, die sozusagen rund ist und ein Energiefeld, wieder so eine Art Torusfeld, wie es bei einer Scheibe ist, So ergibt dann diese Sphäre. seht ihr es nämlich auch, also so ähnlich, ja. Also, dass wir in der Mitte diese Materie manifestiert wird und rundherum, oh, wie oben und auch unten, dieses Torafeld ist. Also, das ist ja auch, wo ich denke, in der Verbindung mit dem Äther, warum wir diese Bewegung haben. Also, alles schwingt. Also, Tesla sagte ja selbst, wenn du das Universum verstehen willst, dann denk in Termen wie oder Bedingungen wie Frequenzen, Vibration und Energie. Und in den letzten Jahren, auch wenn ich mich mit der flachen Erde auch beschäftigt habe, kommt man auch auf sehr, sehr viele Dinge drauf, dass unsere Gedanken Dinge anziehen. Das heißt nachher, ich habe ja, mein Leben heute ist deswegen so, weil ich in dieser Art ja auch gedacht habe oder denke. Und irgendwann habe ich ja auch gedacht, ich möchte einen Kanal haben, weil ich denke, deutschsprachige flache Erde-Kanäle gibt es nicht so viele oder Podcast-Kanäle, wo man halt darüber spricht, über die Beschaffenheit der Erde. Und ich wollte es hier auch, so wie du, auf Deutsch das Ganze machen und den Leuten präsentieren. Es gibt so viel Information da draußen, es ist alles, also vieles auf Englisch. Und leider sprechen halt nicht hier im deutschsprachigen Raum so viele Englisch. Und deswegen ist es halt eine der Motivationen gewesen, warum ich das hier mache und das quasi hier auf Deutsch mache und den Leuten zeige nachher, es gibt auch eine andere Erklärung, wie unsere Welt ausschaut oder eine plausiblere Erklärung. Und wenn man die Beobachtungen macht und die Welt wirklich kennenlernt, also man lernt nur die Welt kennenlernen, man lernt nicht nur die Welt kennen, sondern man lernt auch sich selber besser kennen. Das heißt, man wird auch bewusster, dass unsere Gedanken sehr wohl einen sehr, sehr großen Einfluss auf unsere Umwelt hat. Genau, das sehe ich genauso und danke dafür. Umso mehr Deutschsprachige dieses Thema verbreiten, umso mehr Reichweite kommt auch. Und es ist schon immer so gewesen. Am Anfang bekämpfen sie dich, dann, oder nein, sagen wir es so, erst machen sie sich über dich lustig, dann bekämpfen sie dich und dann hast du gewonnen. So war es schon immer, vor allem wenn man die Wahrheit im Gepäck trägt. Das soll nicht heißen, dass ich die hundertprozentige Wahrheit im Gepäck habe, denn viele Sachen sind für mich, sage ich mal, als 0815 Mensch nicht nachzuvollziehen. Ich kann leider nicht mit einer Rakete nach oben fliegen und mir mal anschauen, ob da wirklich ein Dom existiert oder nicht. Ja, das ist einfach nicht möglich. Vielleicht kleine witzige Nebengeschichte. Es gab einen Forscher, der ist in die Antarktis gereist.
und hat dort das ewige Eis gefunden. Und zwar so, war das ein blaues Eis, Ja. was extrem trocken war. Und er hat das damals in einem Facebook-Post geschrieben. Den Post finde ich leider nicht mehr. Das war in der Zeit, bin ich drauf gestoßen. Da war ich noch, habe ich noch keinen Kanal, noch nicht mal dran gedacht. Und er hat halt beschrieben, dass dass dieses Eis ja, untersucht wurde und dass das extrem trocken ist. Und wenn das in die Sonne gekommen ist, dann hat sich das aufgelöst ohne Rückstände. Ja? Und er hat gesagt, er hat das direkt vom Dom sozusagen sich From the geholt, wall, aus die haben ja seinem Kessel. gesagt, from the wall, also von der Wand haben sie das. Ja. Und da wurde ja auch beschrieben, ich glaube, wir haben dasselbe Video gesehen, dass sie auch diese Bohrungen gemacht haben, also meterweit tief. Und sie haben auch gesagt, dass nach einer Zeit nachher dieses Loch sich wieder zurückgebildet hat, dass es nachher wieder, ja, das Eis nachher wieder zurückgewachsen ist. Also, und die Vermutung ist ja auch, dass es also gefrorener Sauerstoff ist. Wie gesagt, ich kenne nur die eine Geschichte und für mich ist es jetzt erstmal nicht nachzuvollziehen, aber das wäre ein Beweis für den Dom. Aber leider habe ich nicht die Möglichkeit, dahin zu reisen. Zurzeit ist es eh so. Es gab ja diesen einen Australier, der gesagt hat, ich fahre jetzt da mal nach Süden und gucke mir die Eiswand an. Ne? Die soll es ja nicht geben. Ich gucke es mir mal an. Und er wurde ja dann vom Militär aufgeschnappt und hat seine Bootslizenz verloren. Ja? Also Das Problem aber hier wenn ist, du auf die ich weiß, welche Aufnahme du hier meinst. Das Problem ist hier, dass er im Tasmanischen Meer ist, glaube ich, also in der Nähe von Tasmanien ist. Und er war eigentlich weit, weit weg vom 60. Grad südlichen Breitengrades, aber befand sich nach einem Gebiet, wo es halt ein Sperrgebiet war. Und das ist halt nachher das Problem, wo wir hier quasi in der flachen Erde kreisen, hier schlecht gemacht werden, wenn wir das als Beispiel nehmen, wenn wir es genau anschauen. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst, weil man darf ja nicht unabhängig. Genau, also worauf ich hinaus will, ist, dass wir ja alle in einer freien Welt leben, aber dann mit dem Boot gestoppt werden, wenn wir in einem Wasser unterwegs sind, was irgendjemandem nicht gefällt. Ja, wohin er abgetrieben wurde, das spielt dabei gar nicht so die wichtige Rolle. Ne? Er hatte etwas vor, das kann man anzweifeln, aber er war unterwegs und wurde gestoppt. Und es ist ja auch offiziell so, die antarktischen Abkommen, die zwischen den Nationen getroffen worden sind, ne, die sind ja in Kraft. Und da steht ja direkt drin, wenn du zu nah an die Antarktis kommst, ohne Erlaubnis, dann wirst du eingefangen und musst wieder zurück, ja. Was Das ich ist eine noch. interessante Karte, die habe ich noch nicht gesehen. Nicht? Also, es ist ein Nosfundus, Nee. es ist ja italienisches, wo hier nachher noch 120 andere, wie sagt man, Tümpeln gibt, so Erdentümpeln. Und das ist ja daher auch, man ist jetzt kein Beweis, aber auch Spekulation. Und da gibt es ja einen Roman darüber und Geschichten. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber ist auf der App ja auch angeführt, die ich auch immer präsentiere. Diesen App kennst du doch, oder? Warte kurz. Diesen hier. Ja, also ich habe es schon gesehen, aber wie es jetzt genau funktioniert, kann ich dir jetzt so ad hoc nicht sagen. Okay, ich finde, es ist einer der besten Apps überhaupt, in der man investieren kann. Es kostet ja $3, aber das zahlt man einmalig, macht das sein Leben lang und damit hat man, wenn man unterwegs ist und mit jemandem zufälligerweise über flache Erde spricht, hat man nachher was in der Hand, was man zeigen kann. Also nicht nur, dass man hier mit dieser Karte jetzt gleich auch Jahreszeiten damit zeigen kann, also man kann ja auch die Sonne zum äußeren Ring rausspringen lassen. Hoppla, das sind die Sternzeichen. Aber hier sehen wir, dass wir jetzt im November, Dezember sind, dass die Sonne jetzt im äußeren Ring ist, also in der Wintersonnenwende. Ein halbes Jahr später migriert die Sonne nach innen. Mai, Juni. Am 21. Juni haben wir auch die 72-stündige Mitternachtssonne auch, die man im weiteren Norden auch sehen kann. Und das ist viel, viel logischer und plausibler, Jahreszeiten zu erklären, weil die Wärmequelle mal in der Nähe ist und dann mal weiter weg ist. Deswegen haben wir im Winter, weil er zu weit weg ist. Und wenn mal in der Nähe ist, ist es ja elendig heiß. Also deswegen. Und das Verkehrte, das Perfide ist ja, im heliozentrischen Weltbild sollen wir ja im nördlichen Winter um circa 10 Millionen Kilometer näher der Lichtquelle, der Wärmequelle sein, also in unserem nördlichen Winter. Und in unserem Sommer sind wir 10 Millionen Kilometer weiter weg von der Wärmequelle. Also, wo ist da die logische Erklärung? Also, das hier erklärt Jahreszeiten viel, viel besser und plausibler, weil die Sonne mal näher kommt und mal wieder weggeht. Also, in ganz, ganz Ja. kurz gesagt. Ja, also jetzt, wo sich das bewegt, weiß ich genau, was diese App tut.
Das ist auch beschrieben. Und wie gesagt, dort kannst du in dem Rhythmus kannst du auch eine ganze Menge mehr ablesen. Und was zur Kugel, Ball, Erde mit gekrümmtem Wasser, was das angeht, gibt es auch ein paar Sachen, wo ich persönliche Erfahrungen gemacht habe. Ich habe in meinem Studium Brückenkonstruktionen berechnet. Und da muss man mit Kräften rechnen, die sich gegenseitig ausgleichen und so weiter und so fort, nur um das ganz einfach auszudrücken. Und dann gibt es ja einige Brücken, die sind ja, sehr, sehr lang. Und solche Brücken zu bauen, ist eine extreme Herausforderung, da du nicht einfach anfangen kannst, sondern du musst die Gegebenheit natürlich mit ja, einberechnen. Und als diese Chinesen gefragt wurden, ob sie die Erdkrümmung einberechnet haben, haben sie Nein gesagt. So, und wenn man sich dann die Erdkrümmung berechnet auf diese Länge, wird man ziemlich schnell feststellen, dass das gar nicht möglich ist. Und für jemanden, der, also ich sage nicht, dass ich so eine lange Brücke da in irgendeiner Art und Weise konstruieren könnte. Mir hat schon eine kurze Brücke gereicht, die nur 50 Meter lang war, ja. Das war schon kompliziert genug. Und selbst da muss man jeden Bereich mit einberechnen. Und wer das bei den großen Brücken, kann jeder mal nachschauen, die längsten Brücken der Welt, wer das dort nicht mit einberechnet, der hat ein Problem. Der kriegt die Brücke nicht statisch so hingestellt, dass das Ding hält. Ja, Meine, in China haben wir diese Qianyang-Brücke, ich sprich's jetzt gerade falsch aus, ja, aber die sollte ja 107 Meilen, nein, 107 Kilometer lang sein. Bei 100 Kilometer haben wir mit der Erdkrümmungsformel auch berechnet, eine Krümmung von 784 Meter, knappe 784 Meter auf Bodenhöhe. Also, wenn man so eine lange Brücke baut, also sollte man, wenn wir auf einer Kugelerde leben, das eigentlich mit berücksichtigen. Aber wie du es gerade bestätigt hast, das tun die Ingenieure nicht. Die berücksichtigen nicht die Krümmung mit ein. ja, da gibt es einige physikalische Beispiele, auch die Coriolis-Kraft heißt, glaube ich, bei Kuriosa. Sportschützen. Ja, in der Theorie existiert die, aber in der Praxis wird es überhaupt nicht angewendet, spielt überhaupt gar keine Rolle. Ne? Ich Und meine, ja, wie gesagt, gibt's eine mehrere Kuh, eine Theorien. Kugel, eine Gewehrkugel, ja, soll der, wenn es nachher in einer kilometerlangen Richtung ja geschossen wird, muss ja nachher hier die Drehrichtung oder die Rotationsbewegung auch mit berücksichtigt werden. Dann frage ich mich ja nachher, warum ein Hubschrauber, wenn er nachher über einer Position nachher schwebt oder ja, schwebt und fliegt, ja, sollte nach 12 Stunden eigentlich dann über Kino sein, wenn Corioliskraft dann existieren würde. Also einerseits, weil in Kleinformat soll Corioliskraft existieren und dann mit größeren Geräten nicht oder größeren Geräten. Schauen wir bei einem Kolibri an. Ein Kolibri, der nachher fliegen kann und an einer Stelle bleibt, ja. Der berücksichtigt keine Corioliskraft. Ja, sehe ich genauso. Theoretisch, wenn man nach dem Prinzip vorgeht, könnte ich einfach nur nach oben springen und würde mich nach vorne bewegen. Das Ja, wäre ja rein theoretisch. das wäre ein Beweis für Corioliskraft. Nur ganz kurz, ich habe ja im Ja. Hintergrund, ich bin jetzt in eine Sektion Bücher reingegangen. Das ist, was ich hier gemeint habe, der Navigator Who Crossed the Ice Walls. Und daraus, aus diesem Buch, habe ich hier diese Karte entnommen, wo die verschiedenen Tümpeln halt zu sehen sind. Also sind auch nur Spekulationen, aber ja, aber es ist physikalisch möglich, wenn es nachher weitere Bereiche gibt, die man besuchen kann. Und hier sieht man ja auch noch ein Buch, 16 Notlandungen beweisen, dass die Erde flach ist. Also sehr empfehlenswert, das hast du ja vorher erwähnt, nachher mit der Mondkarte, wirst du ja auch dann damit beschäftigt haben. Worauf ich hinaus wollte noch, mit der tausendjährigen Karte, die blende ich mal schnell ein, ganz kurz, da wollte ich nur noch mal schnell zeigen oder den Leuten noch was mitteilen, wenn ich es finde, da. Ganz kurz, nicht das hier, sondern die tausendjährige Karte. Ist da. Es gibt ja solche Tracker, also wo man Schiffe oder Schiffscontainer auch tracken kann. Also es gibt ja solche Homepage-Seiten, wo man dann Schiffe verfolgen kann. Man kann ja auf diese Punkte nachher draufklicken, dann sieht man nachher, wie das Schiff heißt, welche Größe es hat, was es transportiert. Also es gibt halt eine Menge an Informationen. Und komischerweise gibt es dann Punkte, wo die sich eigentlich mitten am Eisring befinden, also auf einer Kugelerde am Südpol. Also ich blende mal schnell den Südpol ein. Wenn ich es ganz schnell finde, Heliumodell, Antarktis. Da wollte ich mal ganz schnell da den Sieht aus wie Südpol ein Hirn, zeigen. ne? Muss man sich auch mal genauer angucken, wenn man das ein bisschen dreht. Sieht aus wie ein Hirn von der Seite, ne? Soll uns vielleicht daran erinnern, dass wir das Hirn einschalten, wenn wir an die Antarktis
das Genau. anschaffen. Und worauf ich hinaus wollte jetzt, ja, also man hat nachher, wie man das Schiff getrackt hat, nachher, die waren mitten 700 Meilen, also es sind 1000 Kilometer im Südpol, also eben auf der Antarktis sind diese Schiffe gewesen, auf einer Höhe von 2 Meilen. Dann denkt man sich ja, welche Schiffe sind das, die dorthin waren? Ist es ein Fehler, ein Tracking-Fehler oder sind das tatsächlich Schiffe? Aber was machen die auf fest auf einem, also Festland, sage ich jetzt einmal, ja, auf diesen Eiskontinent. Was machen die dort? Und wir vermuten, wenn wir nachher die tausendjährige Karte dann wieder hernehmen, dass diese Schiffe einen Handel mit Menschen machen oder mit Lebewesen machen, die außerhalb sind, mit Extraterraner, sage ich jetzt einmal, ja, die hier gewisse Schiffsrouten haben. Und man hat ja auf diesen Punkt ja auch draufgeklickt und geschaut nachher, welche Informationen es hergibt. Und das waren wirklich sehr, sehr rare Informationen, nämlich nur gerade, wie groß es ist und von wo es herkommt. Also ich glaube, 800 Meter lang, also ein riesen, riesen Schiff ist es ja, 800 Meter lang und ich übertreibe jetzt mal, 100 Meter breit, ja, also ein riesen Koloss. Und dieses Schiff ist von Kiribati gekommen, von Kiribati. Das ist ja irgendwo eine ganz kleine Insel in der Pazifik. Und wenn man hier nachher nochmal das mit den Zeitzone anschauen, dann befindet sich Kiribati gerade dort, wo blöd angefangen, das müsst ihr nachher zeigen, da mit die Zeitzonen. Aber worauf ich hinaus wollte, warum gibt es Schiffe, die eigentlich mitten auf der Antarktis sind? Und wir vermuten ganz stark, dass diese Schiffe nämlich hinausfahren und mit anderen Spezies oder auch Menschen, vielleicht sind auch Menschen da draußen, die Deutsch oder Englisch reden, wer weiß, und mit denen einen Handel betreiben. Uns wird ja nicht alles erzählt. Genau, wie gesagt, das ist meiner Meinung nach durchaus möglich, wenn Kontinente außerhalb des Eisrings existieren. Und wir reden nicht nur von den Kontinenten innerhalb unserer, wie vorher angesprochen, großen Erde, ja, wo ich der Meinung bin, das meiste wird unter Eis liegen, sondern noch weiter außerhalb ist es durchaus möglich. Ne? Das kommt auch nicht von ungefähr, denn es wird solche Erden, wie wir die haben, ich bezeichne es mal als Kratererde, weil wir leben in einer Art Krater, von dem Eisring umgeben. Ja, man kann es auf vielen Karten sieht man das auch. Jedenfalls gibt es wahrscheinlich Unmengen an diesen Kratererden. Überall außerhalb unserer großen Erde gibt es wieder den nächsten großen Nordpol und die nächste, ja, in meiner Theorie, die nächste schwarze Sonne, die Sonne und Mond erzeugt. Das ist ein Erfolgsmodell, sagen wir es mal so, was außerhalb unserer Erde auch existieren wird. Warum sollte dort nicht andere Menschen existieren, die vielleicht dahin sind? Am Ende ist es vielleicht so, das ist eine Theorie, die habe ich von einem Freund gehört. Da hatten wir mal eine abendliche Zusammenkunft am Lagerfeuer. Und der hat zu mir gesagt, weißt du, ich glaube, Außerirdische sind auch nur Menschen. Und Menschen haben uns erzeugt und wir sind das Experiment von diesen Menschen. Die haben Gott gespielt. Er hat dann auch gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber ich glaube, das könnte so sein. In der Urbibel steht immer Enochim. Und Enochim wird übersetzt mit Gott. Ich weiß von meiner Zeit, dass wenn im Israelischen oder im Hebräischen ihm hinten dran steht, ist immer die Mehrzahl gemeint. Und Enoch ist, glaube ich, Mensch. Das heißt, überall, wo in der Bibel Gott auftaucht, ist ursprünglich Mensch oder Menschen das Originalwort. Und da würde dann drinstehen, dass der Mensch die Menschen erzeugt hat. Ja, was dann hat er mir so gesagt, was dann dazu führt, dass wir ein großes Experiment sind. Deswegen haben die uns auch in den Dom gepackt, damit wir nicht rauskommen und schauen dann mal, wie wir uns sozusagen entwickeln als Experiment. Ja, ist eine Theorie, die habe ich dann noch ein paar Mal gehört. Also die kommt nicht ganz von ungefähr. Ein paar Leute vertreten diese, ist aber natürlich schwer nachzuvollziehen. Aber sehr interessanter Gedankengang. Es gibt ja auch andere Leute, die, also meiner Meinung nach, also worüber ich überzeugt bin, ist, dass es einen Schöpfer gibt, also der all das hier erschaffen hat, ja. Andere glauben nachher, dass es ja nicht ein Gott, so also eine Art Gotteswesen ist, sondern hier so eine Art Aliens mit höheren Technologien und die halt nachher hier uns als Experiment quasi ja, genutzt haben und nachher quasi hier hinterlassen haben und wieder schon weg sind. Also es gibt da solche Spekulationen, sage ich einmal. Ich gehe davon aus, dass es hier, also das ist meine Meinung, ein Gott existiert, weil wenn man raus in die Natur schaut oder unsere DNA anschauen, auch wenn dahingestellt wird, dass DNA auch nur Fake ist und sonstiges, schaut man sich in der Genetik mal an, wie die DNA-Strang aufgebaut ist. Es muss ja in einer bestimmten Reihenfolge aufgestellt sein, weil sonst keine lebensfähige Proteine erzeugt werden können. Und
wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Proteine in diesen bestimmten Reihenfolge aufgestellt ist, damit nach einer lebensfähige Zelle dann entstehen kann. Und es kann nicht durch Zufall entstehen. Schaut man sich, wie viele verschiedene Kombinationen es gibt, und genau nur die eine Kombination lässt nachher dann zu, dass es nachher lebensfähig ist. Und das ist für mich quasi auch ein Hinweis dafür, das ist kein Zufall. So wie die Menschen nachher durch Städte gehen und Gebäude sehen und denken ja auch nicht, dass es durch einen Zufall entstanden ist, sondern man weiß nicht, wer es gebaut hat, aber es hat ihn jemand gebaut. Also so sehe ich das mit der Natur um uns herum, mit dem Firmament, mit den ganzen Naturgesetzen. Man sieht ja auch die 369, also die Gotteszahlen ja überall. Die ganze Zahlen und die 1x1-Berechnungen führen nachher immer zurück zu diese 369, zu diesen Trinities. Schaut man sich die Fibonacci-Formel an oder diesen, wie sagt man schon, Fibonacci-Kreis, Fibonacci-Formel an, sieht man eindeutig, das ist kein Zufall, und es ist quasi der Fingerabdruck Gottes, meiner Meinung nach. Und mit der flachen Erde gewinnt man solche Erkenntnisse, und man wird nachher bewusst, wie viel wir eigentlich nicht wissen, beziehungsweise je mehr ich erfahre, desto mehr wird mir bewusst, dass ich eigentlich nichts weiß. Weißt du, was ich meine? Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich war oft an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, jetzt bist du der Wahrheit auf der Spur. Und als du dann die nächste Zwiebelschicht dieses Lügenkonstrukts abgepellt hast, stehst du wieder vor einem völlig anderen Konstrukt. Und was natürlich auch ist, die in der Wahrheit oder sagen wir so, in den Wahrheitsbewegungen haben sich natürlich auch viele Knechte der Finsternis eingeschlichen, um dort ihre Dunkelheit zu verstreuen und natürlich auch zu verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Sie werden das nicht schaffen, aber sie werden es auf jeden Fall in die Länge ziehen, dass es länger dauert. Dadurch wird auch viel unterwandert sein, machen wir uns nichts vor. Aber ich weiß hundertprozentig, was du meinst. Ich war öfters an dem Punkt. Und wie ich es eben gesagt habe, an Zufälle glaube ich nicht mehr. Daher ist bei mir auch wie bei dir, die feste Überzeugung entstanden, dass es einen Schöpfer gibt. Ja, ob man ihn nur Gott nennt, Allah, das spielt dabei keine Rolle. Es ist ein Schöpfer und dieser Schöpfer ist Licht, dieser Schöpfer ist Liebe und dieser Schöpfer ist ja, supreme. Also man kommt nicht ran. Was aber auch ein wichtiger Punkt ist, was jedem klar sein muss, die Dunkelheit ist Teil des Systems und die Dunkelheit muss existieren. Denn wie soll ich das Licht erkennen, wenn die Dunkelheit nicht existiert? Und dann haben wir auch das große Geschenk bekommen, den freien Willen. Ja? Und wenn das Dunkle nicht existiert, ist der freie Wille auch ein bisschen, ja, sinnlos, um es mal so zu sagen, denn es wird von jedem von uns gefordert, sich mit dem freien Willen für das Licht, für das Gute zu entscheiden, um auf seiner Seelenreise in die nächsthöhere Stufe zu kommen. Wer das nicht tut, ja, der muss dann noch mal ran, noch eine Ehrenrunde drehen. Ja, also ich glaube auch an Wiedergeburt. Ich denke, die Seele sucht sich das Leben aus, weiß, was vorher ist, um eben bestimmte Sachen zu lernen. So wie es bei uns ist, was weiß ich, wenn ich Spanisch lernen will, dann nehme ich mir vorher vor, ich gehe in die Schule und lerne Spanisch und ich weiß grob, was auf mich drauf zukommt. So, und diesen Weg gehe ich. Und genauso ja, sammelt unsere Seele die Erfahrung über das Leben. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, So sehe ich das wo auch. auch die Dunkelheit eine Rolle spielt. Genau. So sehe ich das auch ähnlich. Also, dass wir auch reinkarnieren, wenn wir nachher dann unsere Mission erfüllt haben und alle möglichen Erfahrungen auch gemacht haben, brauchen wir nicht mehr hier auf Erden zurückkehren. Also, ich denke, wir sind Seelen, die in einem Fleischkörper leben und eine, ich sag mal schnell, Erfahrung hier in einer materiellen Welt erfahren können. Wir können Emotionen nur hier in diesem menschlichen Körper erfahren, Lebenserfahrungen sammeln. Und wenn wir dann wieder eines Tages zurückkehren, in den Jenseits, dann sind wir quasi wieder zu Hause. Wir haben nachher dann, woran wir wieder erinnern können, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Und wir entscheiden nachher vielleicht, ja, vielleicht kehren wir wieder eines Tages zurück, weil es ja wieder Spaß gemacht hat. Das ist ja wie ein Augenwimpernschlag, und dann ist ja alles vorbei und dann sind wir wieder zurück. Also da gibt es ja auch verschiedenste Geschichten und Filme darüber, über Jenseits und Sonstiges. Da interessiere ich mich auch sehr, sehr stark dafür. Ich habe ja auch von der wissenschaftlichen Seite ja auch Bezug Reinkarnation ja auch damit beschäftigt und einiges gelesen. Es gibt ja sozusagen so Muttermale, und das sollten die Wunden vom letzten damaligen Leben gewesen sein, woran man halt gestorben ist halt, ja. Und da gab es einen Doktor, der hat ja
diesen Nahtoderlebnisse ja alle aufgeschrieben. Also nicht nur Nahtoderlebnisse, sondern auch, dass Menschen hier sich an einen früheren Leben auch erinnern. Also es gibt ja auch, also man kann sich auch hypnotisieren lassen. Und dann, es funktioniert, glaube ich, nicht bei allem, ja, aber wenn, dann kann man sich ja zurückversetzen lassen, was man vielleicht im vorigen Leben gewesen ist oder im vorvorigen Leben. Und vielleicht gibt es ja auch Konflikte auch in diesem Leben, weil es was auch im letzten Leben auch zurückführt. Also da gab es ja auch so quasi Augenöffner, wo man dann gesehen, aus diesem Grund hat man immer dieses Problem gehabt. Also man zieht ja quasi das Problem vom letzten Leben ja auch mit, weil man es noch nicht verarbeitet hat. Und deswegen, wie du es vorher auch gesagt hast, man kehrt ja vielleicht zurück, weil man was Unerledigtes hinterlassen hat. Und deswegen wieder kehrt man zurück. Aber da begeben wir uns ja im Bereich der Spekulation. Aber das ist das, woran ich auch Genau. glaube, dass jeder einen Funken Gottes in uns hat. Das glaube ich. Also das ist so eine Art Seele. Genau, das sehe ich auch so. Und um vielleicht zum Thema zurückzukommen, das nutze ich gleich mal, da sind wir auch beim Universum der Veden, ja, diese flache Scheibe. Und du bist in der Mitte, wo das Salzwasser ist. Und wenn du aufsteigst, kommst du auf die Ebene mit dem Süßwasser. Ja, wenn du dann wieder aufsteigst, kommst du auf die nächste mit dem Milchwasser. Ja, bist du irgendwann auf der 13. Ebene ein gottesgleiches Licht in dir erreichst. Und das geht aber nur Stück für Stück mit den Erfahrungen im Leben. Und daher ist es auch für mich so wichtig, dass viele Leute sich zumindest damit beschäftigen. Ne? Es kann ja durchaus sein, dass ich mit allem falsch liege, was mir so untergekommen ist, beziehungsweise was ich recherchiert habe. Ich bin immer offen für jegliche Meinungen, Verbesserungsvorschläge und natürlich Beweise. Für Beweise bin ich in alle Richtungen offen. Kann ja durchaus sein, dass ich falsch liege. Ne? Stand jetzt, muss ich sagen, bin ich ziemlich gefestigt, vor allem da viele mathematische und physikalische Regeln auch zutreffen. Nur mal als Beispiel. Vielleicht als kleine Einleitung, die wissenschaftliche Methode ist, ein System beobachten, eine Theorie aufstellen und dann diese Theorie beweisen, indem man das als nachstellt sozusagen. Und überall, wo zurzeit Theorie dran hängt, die sind noch nicht bewiesen worden. Da sind wir bei der Evolutionstheorie, wir sind bei der Relativitätstheorie, wir sind bei der Gravitationstheorie. Das sind alles Dinge, die nicht bewiesen sind. Die suchen in CERN immer noch ich glaube, nach dem Higgs-Boson, ne? Nach dem Beweis für die Gravitation. Ja, ist nicht gefunden. Hier in der Atmosphäre, wenn ich etwas berechne, kann ich das mit der Dichte ganz einfach berechnen. Der Apfel von Newton, der fällt vom Baum, weil er halt einfach reif ist, ja, und fällt zu Boden, weil er dichter ist als die Luft. Bleibt aber am Boden hängen, weil der Boden dichter ist als der Apfel. Fertig. Brauche ich keine Gravitation. Und das ist daher bin ich mir sicher. Aber grundsätzlich bin ich immer offen. Es ist aber wichtig zu erkennen, dass wenn uns vorgelogen wird, dass die Erde ein runder Ball ist, der sich mit einem Affenzahn um die eigene Achse dreht, dann nochmal mit einem noch schnelleren Geschwindigkeit um die Sonne dreht. Die Sonne dreht sich mit noch einer schnelleren Geschwindigkeit um das Zentrum der sogenannten Galaxie. Und die Galaxie dreht sich ja auch nochmal mit einer noch höheren Geschwindigkeit um das Zentrum des Universums. Da hört es dann irgendwann auf, weil wie können dann die ganzen Sterne gleich bleiben? Das ist schon Wahnsinn. Und dann rufe ich auch immer das Bild bei den Leuten hervor, wenn ich einen nassen Tennisball nehme und ich werfe den in Drehbewegung nach oben, kann man genau erkennen, was mit dem Wasser passiert. Und das müsste bei der Erde auch passieren, denn viele antworten dann, naja, aber dafür ist ja dann die Gravitation da. So, dann springe ich meistens so 10 Zentimeter hoch und sage, ja, so schnell kann ich die Gravitation überwinden. Ne? Und bei der Drehbewegung ist eine dauerhafte Zentrifugalkraft am Das Werken, ist ja. das, was die Menschen ja bis zum heutigen Tag nicht verstehen, wenn du halt nachher das hier aufzeigst. Das ist ja quasi, was wir hier sehen, drei Bewegungen gleichzeitig. Also eine Bewegung, wie du vorher gesagt hast, wir drehen uns mit 1600 Kilometer die Stunde um die eigene Achse. Gleichzeitig drehen wir uns nachher in einem orbitalen Kurve, also auf einer elliptischen Bahn um die Sonne mit über 66, also mit 66.600 Meilen die Stunde. Also komische Zahl, ja, nur ein Zufall. Also es sind knapp bei 110.000 Kilometer die Stunde. Und gleichzeitig alle Monde, alle Planeten und die Sonne selbst rasen um die Mitte der Galaxie mit über 500.000 Kilometer die Stunde. Und die Galaxien sollen ja angeblich ja seit dem Big Bang auseinander bewegen mit einer Geschwindigkeit von über 1 Million Kilometer die Stunde. Also rasende Geschwindigkeiten. Und das sind alles,
ich sag wahrscheinlich kurvige Bewegungen. Wir reden hier von kurvige Bewegungen. Das heißt nachher, es ist so eine Art Beschleunigung, immer sollte eigentlich immer spürbar sein. Was meine ich denn damit? Liebe Zuschauer, du Philipp, ist ja eh klar. Stellt euch vor, ihr habt eine Schüssel Wasser auf eurem Schoß, ja, also randvoll gefüllt. Und ihr befindet euch gerade auf einer Autobahn. Mit 100 Kilometer die Stunde fahrt ihr smoothie geradeaus. Und mit dem Wasser alles ruhig, ja, alles Palette. Wir sind ein abgeschlossenes System. Was passiert aber, wenn das Auto ganz leicht nach links, ganz leicht nach rechts fährt oder leicht bremst oder beschleunigt? Was passiert denn? Die Wasseroberfläche, also das Wasser wäre in allen Richtungen ja schon weg. Und wenn man ums Umschauen in der Natur, dann sehen wir Bilder wie diese hier. Hoppala. Diese meinte ich. Da fragt man sich auch nachher, wo ist da die Bewegung, die eigentlich zu sehen sein sollte, ja, zu spüren sein sollte. Und das ist das, wo ich halt nicht verstehe, dass man hier drauf reinfallen kann, weil die Medien, die Schule, dieses Dogma sagte ja, vertrau nicht deinen Sinnen, sondern vertraue uns, vertraue der Wissenschaft, ja, weil deine Sinne können dich ja täuschen. Aber ich denke, unsere Sinne sollten wir vertrauen, weil das ist ja überlebenswichtig. Also, und wenn man nicht darauf hören, dann passieren nachher natürlich irgendwelche Dinge, ja. Also, wenn man sich schneidet, Schmerzen ist ein Signal dafür, das ist nicht okay, wenn man sich schneidet und sowas, ja. Oder was gibt's denn nachher, wenn ich hinfalle? Dann tue ich mir ja weh. Das heißt nachher, wenn ich mich falle, meine Sinne sagen mir, ich falle gerade. Nicht, ich rotiere, die Erde rotiert sich und so weiter. Weißt du, was ich meine? Also hier bringt man nachher den Menschen dazu, nicht mehr an seine Sinne zu glauben, sondern an die Eliten, also nicht an die Eliten, an die Autoritäten. Also weil die haben das ja gelernt, die haben das ja studiert, die haben ja die Wissenschaft auf ihrer Seite, die haben das Geld auf ihrer Seite, wir nicht, ja. Und deswegen sollten wir ja auf sie hören und nicht auf unseren Sinnen. Und ich zeige den Menschen, wenn man wieder seinen logischen Hausverstand nutzt, dann macht es einen Sinn, was wir hier geredet haben. Genau, es gibt so ein paar Sachen. Wir waren ja schließlich auf dem Mond. Also gibt es doch gar keine Fragen mehr, was das angeht, oder? Da ist ja auch wieder einiges zu beachten, was das angeht. Man kann sich ja gerne im Museum diese Gerätschaft anschauen, mit der auf dem Mond gelandet worden ist. Das sieht aus wie aus einem Ich such's gerade. aus der Bastelkiste von meinem Neffen. Ja, und dann ist es so, dass die damit auf den Mond geflogen sein sollen. Und dann gibt es ein Interview mit einem NASA-Mitarbeiter, der meint, wir haben nicht die Technik, um dahin zu fliegen. Wir haben das verloren. Ja, oder ich weiß gar nicht mehr, wie er es genau ausgedrückt hat. Da denke ich mir dann einfach so: Ja, geht doch einfach ins Museum und nutzt das Ding von damals. Ist doch kein Problem. Habt ihr Genau. damals auch geschafft. Ja, aber wie gesagt, das Ding würde niemals, die reden ja von diesem Van Allen radioaktiven Gürtel, durch den sie da nicht durchkommen. Und mit diesem, ich nenne es mal Raumschiff aus dem Bastelladen, haben sie Abis. es geschafft. Ist schon verrückt, Also, dass uns das weiß gemacht werden kann. wenn man das hier anschaut, man sagt ja, so wie du es gerade gesagt hast, die Technologie haben sie verloren. Seit 50 Jahren ist kein Mensch mehr auf dem Mond gewesen. 1969 bis 1972 haben die Amerikaner es sechsmal geschafft, sechsmal zum Mond zu fliegen. Und sie haben die Technologie verloren. Und wir haben sie den Van-Allen-Gürtel überwunden. Also, wenn man da mal überlegt, da stimmt ja einiges nicht. Und jetzt arbeiten sie ja dran mit dem Orion, mit dieser Kapsel, der ja Menschen wieder ermöglichen soll, durch diese radioaktive Zone halt durchzufliegen. Ja? Und dann, wenn die Menschen mal wirklich nicht mal nachdenken, kann es sein, dass sie wirklich am Mond gewesen sind oder scheint es so, als ob sie in einem Studio gewesen sind? Wie können wir es nur wagen, das zu hinterfragen, ja? Diese Technologie von damals? Ja, und man muss auch immer überlegen, was alles hin dran hängt. Die NASA, was da an Geld fließt an die NASA aufgrund ihrer sogenannten Forschung. Und ja, wie gesagt, Geld ist ein wichtiger Faktor, ne? Warum sollen sie darauf verzichten? Richtig, ja. Ich meine, die Amerikaner kriegen ja, ich glaube, 70 Millionen mittlerweile täglich. Und früher haben sie ja das Bild geliefert. Ich meine, die Bilder von heute schauen ja auch nicht besser aus, ja. Also, ich meine, ich werde jetzt nicht mal NASA und sowas nicht tiefer eingehen, aber du weißt schon, was ich meine. Meine Frage noch, Philipp, ich habe das ganz am Anfang verpasst, ja, dir die Frage zu stellen. Seit wann nennst du dich, du bist Flacherdler und seit wann beschäftigst du dich schon und seit wann hast du es gesehen, dass da einiges nicht stimmt mit der Beschaffenheit der Erde? Um ehrlich zu sein,
beschäftige ich mich bestimmt schon 15 Jahre damit, circa. 15 Also Jahre, wow. mit 16 hat es angefangen. Da ging es darum, ja, man sucht jetzt eine Arbeit, ne? Und mein Vorhaben war, ich will Geld verdienen. Also habe ich mir gedacht, ich beschäftige mich mit dem Geldsystem. Ja, wenn man sich mit dem Geldsystem genau beschäftigt, wird man auch ganz schnell feststellen, da stimmt was nicht. So, dann wollte ich das System von innen heraus revolutionieren und festgestellt, nein, das System ändert dich, bevor du das System ändern kannst. Und habe dann da schon vieles über die flache Erde gelernt, aber auch mitbekommen, dass ja da auch schon viel Lüge mitgeschwommen ist. Denn auch bei der flachen Erde sind einige, oder ja, nennen wir es Kind beim Namen, bei der Flat Earth Society ist auch einiges propagiert worden, was offensichtlich nicht stimmen kann und von vornherein als Lüge geplant war. Habe dann irgendwann aufgehört, mich damit zu beschäftigen, wahrscheinlich auch ein bisschen aus Frust. Und bin dann 9 Jahre auf Reisen gewesen, habe jeden Kontinent einmal betreten. Wow. Nach Australien habe ich es leider nicht geschafft. Ja, und dann bin ich wiedergekommen, 2020, als die Welt in Trümmern lag. Und ja, ab da habe ich mir dann gedacht, jetzt nutzt du deine Zeit dafür, ja, etwas Positives in die Welt rauszutragen, weil am Ende, Hast du ich muss es probieren. dann in der Zeit Denn dann ich will deine nicht. Kanäle gegründet? Meintest du gerade das eben? Also den Kanal Henker am Lenker, der ist schon ein bisschen älter. Den habe ich damals gegründet, als ich auf Reisen gegangen bin, denn ich wollte einen Reisekanal gründen und damit meine Reisen finanzieren. Leider habe ich dann irgendwann angefangen, mich politisch zu äußern und da wurde mir der Kanal quasi genommen. Und ab dem Punkt war dann erstmal Schluss und dann habe ich den Kanal wieder reaktiviert, also komplett gelöscht und reaktiviert und sozusagen das Kanalthema dann geändert zu, ja, Fundstücke, witzige Fundstücke sozusagen. Und daraus hat sich jetzt das Themengebiet mit, ja, ich nenne es mal Tartaria, alte Welt und flache Erde ergeben, weil es doch miteinander zusammenhängt, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so aussieht. Aber es hängt alles mit dem Abbild der Erde zusammen und vor allem mit der Lüge, die mit der Art und Weise, wie die Erde aussieht, verbreitet wird. Welche Sache war der Punkt, wo du dann gesehen hast, nachher, hier stimmt einiges nicht, also mit der Form der Erde meine ich. Also du hast ja gesagt, vor 15 Jahren hast du dich schon beschäftigt. Ich weiß nicht, wirklich mit der flachen Erde direkt oder was meintest du genau damit? Also am Anfang habe ich mich mit dem Universum beschäftigt. Ich bin so ein richtiger Nerd, sagen wir es mal so. Ich habe mir auch mal eine 4,5 Stunden Doku über die Lichtgeschwindigkeit angeguckt, wo mathematische Gleichungen Teil der Doku waren. Und habe halt festgestellt, dass einige Dinge, am Anfang war ich fasziniert, ist ein schönes Thema und sieht auch schön aus. Aber irgendwann ist mir aufgefallen, es gibt keine realen Bilder. Ja, also die ganzen Dokus werden mit Computertechnik hergestellt. Und dann auch so ein paar Sachen, die mir keiner erklären konnte. Zum Beispiel, die obersten Schichten der Atmosphäre sind Gas und das Universum selber ist ein Vakuum. Ich habe mal in Physik gelernt, wenn Gase auf Vakuum treffen, da passiert was ganz Interessantes. Und zwar ist das Gas binnen Kurzem im Vakuum. Ja, also, und ein Vakuum kann nur in einem abgeschlossenen System Genau. bestehen. Das ist das, was ich in Physik gelernt habe, ja. Und in der Astrophysik ist das auf einmal nicht mehr so. Ja, also das waren so Punkte, wo es einfach nicht hingehauen hat. Widersprüchlichkeiten. Dann auch, genau, dann auch die Form des Wassers, ne? Das berühmteste Beispiel ist, glaube ich, der Lake Michigan. Ne? Ich glaube, 250 Kilometer breit an der breitesten Stelle. Wenn ich mich nicht täusche, jedenfalls sehr, sehr breit. Und wenn man ausrechnet, dann müsste die Stadt Chicago ja, unter dem Horizont verschwinden. Und jetzt gab es, seit 2 Jahren gibt es die, glaube ich, oder seit 3 Jahren, die Nikon P1000, mit der man einen extrem optischen Zoom hat und quasi hinter den Horizont zoomen kann. Ja, ja, genau, da hast du das Bild. Also das, was du vorher gemeint hast, Was natürlich nicht sein kann. wir sehen hier Chicago in einer Entfernung von 92 Kilometer. Und was du gerade eben gemeint hast, man dürfte in der Entfernung Chicago nicht sehen und es sollte eigentlich so aussehen. Das ist das, was wir eigentlich sehen sollten, aber in Wirklichkeit
sehen wir das hier. Und das ist halt eigentlich nicht möglich, weil wir kennen ja die Höhen der Gebäude. Man kann es ausrechnen, Willis-Gebäude hier hat ja eine Höhe von 527 Meter mit der Antenne. Und die Krümmung ist ja, glaube ich, bei 400 Meter oder sowas. Oder 500 Meter sogar. Und wir dürften eigentlich das hier nicht sehen. Hoppala. Jetzt habe ich das falsch eingeblendet. Ja. Das müsste man eigentlich sehen, aber tun wir aber nicht. Ja, und auch die Eigenschaft des Wassers, das Wasser ist immer in einer geraden, ja, immer gerade, egal was unten drunter liegt. Du kannst in den Wasserglas Steine reinwerfen, die Oberfläche bleibt gerade. Ja, genau, das Bild ist auch ein sehr interessantes, oder das Video. Also Und vorher, ja. daher ist das Wasser ein sehr gutes Element, um eben genau diese Krümmung nachvollziehen zu können. Weil theoretisch müsste es in der Kurve nach hinten absinken, was ja wie jetzt an dem Lake Michigan da anscheinend nicht der Fall ist. Genau. Und wir kennen, also alles, was wir erfahren haben, was wir gesehen haben, ist, dass Wasser immer flach ist. Also ich rede ja von großen Gewässern, Ruhe ist immer flach. Ich rede nicht von einem Wassertropfen oder einem Glas, wo man gerade hier mit der Oberflächenspannung hier so eine Art Krümmung erzeugen kann. Davon reden wir gar nicht. Wir reden ja wirklich von großen Gewässern, wo die Oberflächenspannung überhaupt keine Rolle spielt. Und hier sehen wir sehen ja, wie Wasser sich immer verhält. Wir können ja verschiedenste Experimente machen. Eine Wasserwaage basiert ja auch auf dieses Wissen. Und vorher hast du ja auch erwähnt, die wissenschaftliche Methode heißt ja auch, das sehen wir auch hier, ist beobachtbar, wiederholbar und messbar. Und das hier ist Pseudowissenschaft, ist nicht beobachtbar, nicht wiederholbar und nicht messbar. Und das sind viele Dinge, so wie Gravitation ist nicht reproduzierbar. Was ist deren Ausrede? Man bräuchte ein Objekt so groß wie die Erde oder so groß wie der Mond, dann kann man Gravitation beweisen. Es ist so irgendwie wie sagt man schnell, so eine Art Zirkelschluss. Wo man sagt nachher, man kann es nicht beweisen, weil es so groß ist, aber es ist da. Es ist da. Aber wie gesagt, an der Stelle sage ich immer, sie waren doch auf dem Mond. Da war doch die beste Chance, das zu beweisen. Da hatten sie so ein großes ein Objekt, so groß wie der Mond. Hatten sie direkt vor der Ja. Nase. Ja, und was hat Ja. es? Das Ich ist habe ja sehr interessant. heute in meinem Kanal hat ja jemand sein Video geteilt über die Mondlandung, ja, dass es nicht gefälscht sein kann, weil man redet ja vom Jahr 1969, da hatten sie noch nicht die Technologie dazu gehabt, es zu faken. Deswegen ist es echt. Also mit allen Schmähs Ja, probieren die naja. es. Ja. Also wenn man nicht die Technologie hat, das zu faken, dann hat man wahrscheinlich auch nicht die Technologie gehabt, da zu landen. Also sind wir mal ganz ehrlich, das macht auf so vielen Ebenen einfach keinen Absolut Sinn. keinen Sinn, Ja. absolut keinen Sinn. Na, aber Ja. Es freut mich, dass du auf jeden Fall mich hier kontaktiert hast, damit wir hier miteinander sprechen können und über verschiedene Dinge. Also ich wollte ja mit jemandem auch über die Mondkarte sprechen und sonst, weil ich das eigentlich wenig auf meinem Kanal behandle. Und deswegen ist es immer wieder schön, einen neuen Gleichgesinnten kennenzulernen, wo wir über viele, viele Dinge sprechen können. Ich hoffe, den Leuten hat es auch gefallen. Also wir sind jetzt gerade fast bei der 2-Stunden-Marke oder 1,5 Stunden. Na, bei welcher Marke sind wir gerade? Ja, 1,5 Stunden fast. Deswegen, ich denke, wir sind schon fast am Schluss gelangt, und wir haben vieles schon mal besprochen. Aber ich denke, das ist nicht das letzte Mal, wo wir hier einen Podcast geführt haben. Philipp, möchtest du den Zuschauern noch etwas noch mitteilen, auf was sie eigentlich achten sollen? Oder ja, ein Schlusswort vielleicht noch von dir? Vielleicht einen Kompass, den ich mit auf den Weg geben möchte. Wenn jemand versucht, dir die Wahrheit zu erzählen, dann sollte es immer lösungsorientiert sein. Und wenn es nicht lösungsorientiert ist, dann stehen wahrscheinlich die Knechte der Finsternis dahinter. Das ist mein persönlicher Kompass, um gewisse Themen in meinem Leben auszuschalten, weil wir extrem überschwemmt werden mit vielen Themen. Genau das kann ich den Leuten auf den Weg mitgeben. Seitdem ich das beachte, kann ich sehr gut unterscheiden zwischen den Knechten und dem Licht, ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann möchte ich auch mich bei den Zuschauern bedanken, die es bis hierher geschafft haben. Und vielleicht haben sie auch an neue Informationen mitbekommen. Also schau es mal bei seinem Kanal, also beim Philipps Kanal. Magst du noch mal deinen Namen vom Kanal sagen, richtig? Genau, also der Kanal ist Henker am Lenker. Ne, da gab es mal früher so einen Sticker für die Autofahrer, Henker am Lenker, weil sie halt sehr schlecht Auto fahren oder sehr gut, je nachdem. Genau, zu finden bei YouTube einfach @Henker am Lenker.
Ich werde es auf jeden Fall verlinken in der Beschreibung, liebe Leute. Also macht's mal, also abonniert mal seinen Kanal, schaut's mal die Videos an, schaut's euch die Übersetzung an. Also wirklich sehr, sehr interessant. Findet auch viele Informationen, die ich halt nicht so hauptsächlich behandle. Also schaut's mal dort vorbei und Philipp, nochmals vielen, vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Liebe Leute, viert Nico, euch. vielen Dank. Wieder. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao.